Schwerer Unfall auf der A10 nahe Wolfslake, nördlich von Berlin. Durch Zufall filmt die Dashcam eines parkenden LKW diese dramatischen Bilder. Plötzlich kommt ein silbernes Auto ins Bild, gerät auf die Leitplanke, rutscht mehrere Meter darüber und kracht dann auf die Seite. An Bord des PKW ein Familienvater mit seinen drei kleinen Kindern. Alle vier werden schwer verletzt. Unfassbar! Obwohl das Auto auf der Seite liegen bleibt und qualmt, fahren zahlreiche Autos einfach stur auf der A10 am verunglückten PKW vorbei. Vom Rastplatz nähern sich die ersten Helfer. Endlich stoppt ein Laster und bremst den Verkehr aus. Auf der A10 ein Bild des Grauens. Überall Wrackteile, Blutspuren. Zahlreiche Rettungskräfte sind vor Ort. Bei Eintreffen der Feuerwehr war Rettungsdienst und Rettungshubschrauber bereits vor Ort. Der PKW, der Verunfallte, lag auf der Seite. Alle Personen wurden bereits vom Rettungsdienst versorgt. Wir haben die Einsatzstelle gesichert gegen Brandgefahr, haben das Fahrzeug aufgerichtet, auslaufende Betriebsstoffe gebunden und das Fahrzeug stromlos gemacht. Handelt sich hier um einen Hybrid. Der Vater wird mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Bereich rund um die Gefahrenstelle wird für mehrere Stunden großräumig abgesperrt, der Verkehr über den Rastplatz umgeleitet. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, unklar. Die Polizei ermittelt. Eingehend wurde das Material studiert und so sind die Zufallsaufnahmen dieser Trucker-Dashcam wichtiges Beweismaterial geworden. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.